Schätze gehen ja meistens nicht verloren. Sie sind nur woanders. Ostdeutsche Museen büßten in den vergangenen Jahren viele Schätze ein. Sie gingen an die, die 1945 durch die sozialistische Bodenreform enteignet worden waren. Das ist Privateigentum gewesen, was den Menschen weggenommen worden ist. Und in dem Moment, wo sie es zurückbekommen, ist es wieder Privateigentum und sie können damit machen, was sie wollen. Das heißt, das ist eine Frage, die eigentlich ganz, ganz viele ostdeutsche Sammlungen betrifft. Und wir gehen davon aus, dass es noch mehrere Jahre bedarf, bis wir systematisch im Grunde genommen die Bestände durchgeschaut haben. Ist es eigentlich eine never-ending Story? Wir sind nicht fertig. Es gibt noch mehrere hundert Werke, die sicher aus der Schlossbergung stammen. Ich denke, es ist ein wichtiges Thema. Es hat mit Gerechtigkeit zu tun, ob man da Gerechtigkeit in jedem Einzelfall noch schaffen wird, weiß ich nicht. Freude herrscht im Kunstmuseum Moritzburg-Halle. Sie dürfen das Bild des Feldmarschalls von Gneisenau jetzt ihr eigen nennen. Das Bild war 1945 enteignet worden, hing jahrzehntelang im Museum und hätte zurückgegeben werden müssen. Und weil es für uns, für das Museum, auch für die, wenn man so will, regionale, für die preußische Geschichte ein so wichtiges Bild ist, haben wir dann den Wunsch geäußert, wir würden es gerne auch quasi zurückkaufen. Heute ist dieses Bild unser rechtmäßiges Eigentum. War es günstig? Nicht ganz. Nein, Museen reden doch immer nicht über das Geld. Nicht alle Alteigentümer hatten so viel Glück. Auf der Moritzburg-Halle gab es in den 1990er Jahren eine schlimme Entdeckung. Brutal zugerichtete Gemälde, dutzendweise. Man hat die Werke einfach rausgeschnitten schnell. Keilrahmen und dem Rest der Leinwand quasi, wir können nur mutmaßen, wahrscheinlich entsorgt, verbrannt. Und diese Reste, quasi die geborgenen Reste dieser Darstellung, die wurden dann in die Dachschrägen hineingesteckt. Die Bilder waren wie Dämmmaterial in Bündeln unter die Verkleidung des Daches gestopft worden, vermutlich in den 1950er oder 60er Jahren. Bei einer Renovierung wurden sie entdeckt. Das, was in diesen Dachboden oder in diese Dachschrägen hineingenagelt wurde, versteckt wurde, gerollt wurde, geknickt wurde, waren zu einem sehr, sehr großen Teil eben wirklich die Porträts aus den verschiedensten Herrenhäusern und Schlössern. Die Bilder stammten aus den Schlossbergungen von 1945. Da ist nicht mehr allzu viel zu retten. Also unsere Restauratoren haben ja quasi eine sogenannte Notkonservierung gemacht, dass also der Befund, wie er jetzt ist, nicht noch sich weiter verschlechtert. Das Porträt der Juliane von Feldheim hing einst auf Schloss Ostrau. Schloss Ostrau liegt nördlich von Halle. Schloss, Park und Landwirtschaft waren seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der Familie von Feldheim. Als Wohnsitz einer Landadelsfamilie war das Schloss stets etwas zu groß geraten. Der letzte Besitzer vor der Enteignung 1945 war Hans Hasso von Feldheim. Der Mann war ein begeisterter Kunstsammler und Mäzen. Er wollte diesen Ort zu einem Ort der Geistesarbeiter machen, wie er es genannt hat. Also geistig tätige Menschen, Künstler und Wissenschaftler sollten hier frei ihrem Schaffen nachgehen, kostenfrei wohnen. Und das hat er tatsächlich umgesetzt. Und 1945 ging das dann jäh zu Ende, kam es dann zur Einführung der sogenannten sozialistischen Bodenreform. Und zwar hier in Ostrau als erster Ort innerhalb der Provinz Sachsen überhaupt. Hier war der Auftakt. Eigentlich sollten nur Nazis und Kriegsverbrecher 1945 enteignet werden. Doch am Ende traf es fast den gesamten Landadel. Alle, die mehr als 100 Hektar besaßen. Über 3 Millionen Hektar gingen an die Landlosen, die Millionen Flüchtlinge aus den Ostgebieten, die Ausgebombten.
Das zielte natürlich auf die landwirtschaftlichen Flächen, auf landwirtschaftliche Produktionsmittel, aber auch die Schlösser, die Herrenhäuser, was Gutshäuser, alles, was dazugehörte, fiel auch darunter. Der Ansatz war ganz klar stalinistisch, den landsässigen Adel in der sowjetischen Besatzungszone als soziale Klasse zu eliminieren, zu vernichten. Das war das Ziel. Und dazu war eben auch möglichst weitgehend die Lebensgrundlage zu zerstören. Hans Hasso von Veltheim wurde als erster enteignet, weil er mit 1000 Hektar der größte Grundbesitzer weit und breit war. Auf die Enteignung folgte die Vertreibung. Was man eben bedenken muss, ist, dass Veltheim nicht nur den umfangreichen Landbesitz verloren hat, sondern alles. Er hat das minutiös dokumentiert in seinen Tagebüchern und eben auch aufgeschrieben, dass er mitnehmen durfte Leibwäsche, sein Bett, zwei Anzüge und Kochgeschirr. Und dann wurde er damit ausgewiesen in die Saisonarbeiterwohnung über dem Schweinestall auf einem benachbarten Bauerngut hier. Im verwaisten Schloss wurde geplündert. Durch sowjetische Soldaten und die einheimische Bevölkerung, wie überall in der damals sowjetisch besetzten Zone. Die Landesbodenkommissionen wollten das Kunst- und Kulturgut aus den Schlössern sichern. Sie beauftragten Sachverständige damit. So begannen die Schlossbergungen. Die Schlösser wurden geleert. Man könnte natürlich auch sagen, die Objekte, die drin waren, die Kunstwerke, wurden geborgen, wurden in gewisser Weise auch in Sicherheit gebracht vor Plünderungen, vor Diebstählen oder einfach vor dem Verfall. Aber man muss sich überlegen, warum das überhaupt notwendig war. Denn vorhergehend war ein Akt der Enteignung und Vertreibung der rechtmäßigen Besitzer. Also das ist sowohl, hat das einen, diesen positiven Aspekt, dass noch gerettet wurde, was zu retten war. Aber es hätte nicht gerettet werden müssen, wenn nicht vorher eine Enteignung und Umverteilung stattgefunden hätte. Im Landesarchiv Sachsen-Anhalt gibt es meterweise Akten zu den Schlossbergungen. Die angeheuerten Sachverständigen fuhren 1945 bis 1947 mit LKW übers Land, sammelten ein, was noch da war, und trugen alles penibel in Schlossbergungslisten ein. Man hat also diese Objekte rausgeholt aus den Schlössern, und da reden wir über das komplette Inventar. Da können wichtige Kunstwerke, Gemälde dabei gewesen sein, das waren aber auch Teppiche und Möbel und Standuhren und Besteck, alles. Ob barocke Kommode oder antiker Spiegel, jeder wertvolle Gegenstand wurde beschrieben, skizziert und schließlich in ein Depot gebracht. Die Depots bekamen die Namen Schlossbergung oder Bodenreform. Sie entstanden in etlichen Museen in ganz Ostdeutschland. In den Depots wurde alles nach Gattungen sortiert und auf verschiedene Sammeldepots verteilt, auch auf Schloss Friedenstein in Gotha. Gotha hatte auch mit Schlossbergungsgut zu tun, war sogar auch Sammelstelle, auch 1950, 51, wo Kulturgüter und Kunstwerke dann hier gesammelt und auch neu verteilt worden sind. Also das geht dann von Porzellan, einem Nachttopf bis hin zu Gemälden. Im Gotha-Herzoglichen Museum dreht sich gerade alles um Kunst, die verschwunden ist. Fast 70% der Bilder aus der ehemaligen herzoglichen Gemäldesammlung fehlen heute. Gezeigt wird nur eine Schattengalerie. Von den fehlenden Bildern gibt es manchmal Fotos, mitunter nur Bildbeschreibungen. Die meisten Werke verschwanden nach dem Zweiten Weltkrieg. Dinge gehen verloren, wo wir gar nicht immer genau sagen können, auf welchem Weg. Und dann setzt 1945 noch einmal eine richtige Dynamik und Bewegung ein. Und sie werden dann von den sowjetischen Trophäenbrigaden gesammelt, gesichtet, sehr geordnet, dann nach Leipzig verbracht und 1946 entweder nach Moskau oder nach Leningrad transportiert. Die sowjetischen Trophäenbrigaden hatten die wichtigsten Museen Ostdeutschlands gezielt geleert. Vieles verschwand auf Nimmerwiedersehen.
Andere Werke kehrten später zurück. Die leergeräumten Museen wurden mit Kunstwerken aus den Schlossbergungsdepots aufgefüllt. Manches kam natürlich auch in die Museen, aber es war nicht der Sinn der Schlossbergung, die Museen zu füllen. Der Sinn der Schlossbergung war, Geld zu machen mit diesen Objekten. Das Schicksal der verlorenen Schätze beschäftigt die staatlichen Kunstsammlungen Dresden seit einigen Jahren. In Sachsen gab es besonders viele Schlossbergungsdepots. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass in Sachsen weit über 1000 Schlösser und Herrenhäuser enteignet worden sind, dann kann man sich vorstellen, was das für ein rein numerisch auch schon für ein Umfang war an Objekten, die man betreuen musste. Und in Sachsen sind die Dinge dann in mehreren Zentraldepots zusammengeführt worden, die Werke. Und eines dieser Zentraldepots befand sich im Albertinum. Und dazu gibt es eine sehr interessante Quelle. Da gibt es ein Verkaufsbuch, das sich auch erhalten hat. Und da sind buchstäblich Tausende von Werken über mehrere Jahre verkauft worden. Und zwar offensichtlich ohne jedes Unrechtsbewusstsein. Die Verkaufsstelle für solche Werke, die befand sich im Albertinum. Im Landesarchiv Sachsen-Anhalt fasst eine Akte die Schlossbergungen zusammen. Abgerechnet wurden 950 Tonnen Kunst- und Kulturgut. LKW-Ladungen voller Möbel, Teppiche, Statuen, Uhren und Gemälde. Vieles davon verschwand zu DDR-Zeiten, aber noch mehr blieb in den Schlossbergungsdepots liegen bis in die Nachwendezeit. Auch das Kunstmuseum Moritzburg-Halle hatte Schlossbergungsgut in seinen Kellern. Man sucht 1945 eine Möglichkeit, diese Dinge unterzustellen. Und kommt dann eben, da hier die räumlichen Voraussetzungen bestehen, auf die Moritzburg und beginnt dann einfach hier zum großen Teil Gemälde, aber auch kunsthandwerkliche Gegenstände, Grafik, Münzen zusammenzuführen. Erst Mitte der 1990er Jahre beginnt das Aufräumen in den alten Depots, als die Restitutionsanträge der Erben eingehen. Viele Schätze kommen nun, nach Jahrzehnten, erstmals ans Tageslicht. Wie die Mappen, die einst zur Grafiksammlung von Feldheim in Ostrau gehörten. Also sehr farbintensive Holzschnitte. Es sind kaum bekannte Werke von Künstlern, mit denen der Sammler befreundet war. Also das waren wirklich sehr schöne Entdeckungen, muss ich sagen. Gerade weil die Blätter nicht gezeigt worden sind und weil mit ihnen nicht gearbeitet worden ist. Und Sie sehen also hier, dass er meist die Werke selber eben auch noch mal mit seinem Stempel versehen hat. Das wird jetzt erst noch mal richtig erforscht, weil das ist einfach ein Thema, was überhaupt noch gar nicht so bekannt ist in dem Kosmos Hans Hasso von Feldheim, diese frühe Münchner Zeit. Die Rückgabe der Grafiken stand an, doch der Erbe der Ostrauer Schätze überließ sie dem Kunstmuseum als Dauerleihgabe. Ein Großteil des Konvoluts, das wir restituiert haben, hat er jetzt im Moment als Leihgabe ins Museum gegeben, mit dem Gedanken, dass sie gut versorgt sind, dass mit den Arbeiten gearbeitet wird, dass sie erforscht, dokumentiert und publiziert werden. Genau das tun wir gerade und insofern sind wir jetzt in einem guten Einvernehmen miteinander. Hans Hasso von Feldheim war nach der Vertreibung 1945 nie wieder in sein Schloss zurückgekehrt. Er floh in den Westen und verbrachte die letzten Lebensjahre bei Verwandten und in Sanatorien. Er starb 1956. Schloss Ostrau ist bis heute im Besitz der Gemeinde. Denn der deutsche Einigungsvertrag von 1990 erklärte die Bodenreform für unumkehrbar. Wer sein Schloss oder die Ländereien zurückhaben wollte, musste kaufen. Nur das Schlossbergungsgut sollte restituiert werden. Dass die japanischen Grafiken in Halle auch zur Sammlung Feldheim gehören, wusste bis vor kurzem niemand. Die Signaturen fielen erst bei einer Ausstellungsvorbereitung auf. Dieses Blatt war in seinem ursprünglichen Passepartout noch aufgelegt. Und hier auf der Rückseite erkennt man sehr schön den Sammlerstempel von Hans Hasso von Feldheim.
Für die Museumsleute sind die überraschenden Funde eher Fluch als Segen. Für uns als Museen ist natürlich bis heute einfach ein wahnsinniger Arbeitsaufwand mit diesem ganzen Themenbereich verbunden. Beispiel der Sammlung Feldherr mit über 1000 Objekte. Diese Objektlage erstreckt sich über sämtliche Teilsammlungen. Und in jede Teilsammlung musste dann in die Depots gegangen werden, die Objekte physisch in die Hand nehmen, gucken, sind dort irgendwelche Hinweise auf die Herkunft. In die Inventarbücher gehen, in alte Transportlisten, Dokumentationen hineingehen. Und das alles zum normalen Ausstellungs- und Museumsbetrieb. Wir haben ja noch etwas mehr zu tun, als nur Provenienzrecherche zu machen. Auch in der Klassikstiftung Weimar wird nach Schlossbergungsgut gefahndet und in den Bibliotheksmagazinen gewühlt. Ob Sie Ihre private Bibliothek mit Blick auf solche Fragestellungen untersuchen wollen, das ist Ihnen persönlich vorbehalten. Sie können das tun, Sie müssen das aber nicht tun. Eine öffentliche Sammlung hat aber eine Verantwortung, denn das ist gegebenenfalls öffentliches Kulturgut oder es ist eben zum Beispiel auch möglicherweise unrechtmäßig erworbenes Kulturgut, das sich zu Unrecht in diesen Sammlungen befindet. Da gibt es also einen Aufklärungsbedarf und dazu sollten öffentliche Sammlungen sich verpflichtet fühlen. Wir wissen, dass für die Weimarer Bibliotheken nach 1945 ca. 250.000 Bücher erworben wurden bis zum Jahr 1990. Vieles davon ist per se unverdächtig. Aber wir gehen davon aus, dass wir von diesen 250.000 Büchern ca. ein Drittel genauer prüfen müssen. Das handkolorierte Pflanzenbuch aus dem 17. Jahrhundert ist wertvoll und steht seit Jahrzehnten in der Anna-Amalia-Bibliothek. In diesem Fall scheinen die rechtmäßigen Besitzer einfach feststellbar, denn das Buch ist gekennzeichnet. Das Familienwappen der Grafen ist hier auf diesem Exlibris und ganz klein unten steht Bodenstein. Damit ist es für uns eindeutig, wo dieses Buch herkommt. Doch verdächtige Bücher müssen erst einmal gefunden werden. Oft tauschten Museen Bestände aus den Schlossbergungen untereinander. Im Weimarer Eingangsbuch steht nur Altbestand. In einem anderen Bestandsbuch wird die Herkunft sogar verschleiert. Dort steht Leihgabe aus Rothenstein statt Bodenstein, wohin das Buch bis 1945 gehörte. Burg Bodenstein im thüringischen Eichsfeld war seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der Grafen von Wintzingerode. Seit DDR-Zeiten gehört die Burg der evangelischen Kirche. Der Graf ist nur Gast auf der Burg, auch wenn hier alles an seine Vorfahren erinnert. Es ist etwas, was da ist und für uns selbstverständlich ist und natürlich einen nachdenklich macht in vielerlei Hinsicht. Und es ist ein Ort, der viele Erinnerungen von einem selbst individuell, aber auch der Familie über die Jahrhunderte birgt. Bis 1945 hing der ganze Festsaal voller Gemälde. Es gab Trennwände, damit die vielen Porträts Platz fanden. Nach 1945 wurden die Bilder über mehrere Thüringer Museen verstreut. Für die Rückgabe waren die alten Fotos entscheidend. Wer den Besitz der Vorfahren erstreiten wollte, brauchte so eine Dokumentation. Und das war dann die Grundlage für unser Suchen. Meine Großmutter hatte einen Katalog anfertigen lassen. Ich vermute, für die Versicherung irgendwann, lange vor dem Krieg. Und das waren ungefähr 70 Seiten mit Bildern der Kunstgegenstände. Und den kannte ich natürlich. Der Speisesaal von Burg Bodenstein sieht mit all den Ahnenporträts wieder aus wie einst. Jedenfalls beinahe. Da hängen sie alle wieder, es sind aber Fotografien von den Originalen, die bei uns sind. Die Originale der Ahnengalerie hängen nun im privaten Speisezimmer. Vater und Sohn wussten immer von der Bildersammlung. Dass sie eines Tages wieder bei ihnen sein würde, ahnten sie bis in die 1990er Jahre nicht. Auch wenn
meine Urgroßmutter das wusste zum Teil, dass das ja gerettet worden ist, war das hinter dem eisernen Vorhang und damit unerreichbar. Und in die Depots von Museen kam man vor 1990 ja auch überhaupt nicht herein. Insofern wussten wir von so einzelnen Stücken, die ausgestellt waren. In Weimar zum Beispiel war ein Bild lange ausgestellt. Das wusste man. Da haben dann auch immer mal Besucher, die nach Weimar fuhren, uns Fotos davon geschickt. Dass das in einer solchen Menge noch vorhanden war und diese ganzen Brüche der Nachkriegszeit überstanden hat und auch in relativ geschlossen wieder zusammengeführt werden konnte, das hätten wir uns nicht vorstellen können. Etliche Kunstgegenstände der Grafen von Wintzingerode wurden von der Klassikstiftung Weimar restituiert. Doch auch hier sind sie nicht fertig mit der Rückgabe. Gerade fanden sie in der Grafiksammlung Blätter, die offensichtlich von der Burg Bodenstein stammen. Das ist aber interessant. Genau. Eigentlich relativ unüblich, so ein großes Etikett auf einer Grafik. Naja, das ist ja ein Fund, der erst unlängst gemacht wurde. Und wie wir ja wissen, stoßen wir immer wieder auf solche Objekte. Also alles ist, glaube ich, noch nicht gefunden. Also sag mir doch bitte noch mal die Nummer. Dabei durchforsten sie die Sammlungen seit Jahren. Als 1994 das Entschädigungsleistungsausgleichsgesetz in Kraft trat, ahnte niemand, wie lange die Museen mit der Rückgabe des mobilen Guts beschäftigt sein würden. Viele zweifeln heute, ob den Gesetzgebern damals die Folgen klar waren. Wir sind nicht in der Lage, genau zu sagen, wie viele Anträge bei den Ämtern zur Regelung offener Vermögensfragen eingegangen sind und weiterhin eingehen. Wir haben bearbeitet aus 13 Adelsfamilien Objekte. Davon sind 10.000 Objekte restituiert worden. 7.000 Objekte davon sind im Anschluss zurückgekauft worden von uns. Wir haben mehrere hundert Objekte im Moment in Arbeit. Es hätte die Substanz der Klassikstiftung kosten können, wenn der größte Alteigentümer auf seinem Recht beharrt hätte. Doch es gab eine gütliche Einigung zwischen dem Freistaat Thüringen und dem Erben des Hauses Sachsen-Weimar. Er ließ sich entschädigen für einen Bruchteil des Streitwertes. Eine Möglichkeit wäre gewesen, wertvolle Stücke zu entnehmen und zu versteigern. Oder versteigern zu lassen, was das ist. Nein. Und ich nehme jetzt mal eine spektakuläre Sache. Das wäre der schriftliche Nachlass Johann Wolfgang Goethes gewesen. Das wäre ein Verlust für die gesamte Kulturnation. Sie können sich vorstellen, dass viele auf mich eingeredet haben, mich für verrückt erklärt haben. Nicht? Nach dem Motto, du kannst Monaco und große Yacht und dies und jenes. Nicht? Ja, also diese gütliche Einigung hat durchaus so ein paar Komplexitäten. Es gab das Geld, einen Millionenbetrag, 15,5 Millionen Euro. Und darüber hinaus einen Sitz im Stiftungsrat. Meine Einstellung ist eigentlich auf wenig Verständnis gestoßen. Auch mein Engagement hier in der Stiftung. Warum machst du das eigentlich gar nicht? Ja, die falsche Frage. Einfach deshalb, weil ich auch diese Lasten geerbt habe. Und ich habe das Erbe nicht ausgeschlagen. Ich stehe zu meinem Erbe. Und insofern war das eine ganz wesentliche Existenzsicherung der Klassikstiftung Weimar. Jetzt ist das in unserer Verantwortung und kann nicht noch einmal in Frage gestellt werden. Seit 2015 arbeitet in Magdeburg das Deutsche Zentrum für Kulturgutverluste. Hier werden Provenienzforschungsprojekte koordiniert und finanziert. Außerdem wird die Lost Art Datenbank betreut. Mit der Datenbank soll für mehr Transparenz bei der sogenannten Nazi-Raubkunst gesorgt werden. Die Schlossbergungen spielen darin noch keine Rolle, obwohl die Zahl der enteigneten Werke höher ist. Das Thema wurde von der gesamtdeutschen Kunst- und Museumswelt kaum wahrgenommen. Ein wichtiges Feld, das dazugekommen ist, ist der Entzug in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR. Es ist immer mehr schon so ein Spezialthema für den Osten geblieben, was eigentlich nicht so ganz zutreffend ist, denn der Entzug in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR dann, der hatte
nicht zuletzt, oder eigentlich sagen wir vor allem, den Sinn und Zweck, Kunstwerke, Antiquitäten, Bücher, was auch immer, in den Westen, in die Bundesrepublik, aber auch in die Schweiz oder sonst wohin, zu verkaufen, um dadurch Devisen zu erwirtschaften. Wie viel vom Schlossbergungsgut zu DDR-Zeiten verhökert wurde, weiß niemand. Die Hüter der Schätze, die Museen, hatten damals kaum eine Wahl. Das ist jetzt kein besonders rühmliches Kapitel, weil die staatlichen Kunstsammlungen Dresden dann in den 70er und 80er Jahren zahlreiche dieser Schlossbergungswerke auf Aufforderung des Kulturministeriums und des Finanzministeriums dann über die Kunst- und Antiquitäten GmbH auch verkauft haben. Aber die Alternative wäre gewesen, eigene Bestände zum Verkauf anzubieten. Schloss Nossen liegt östlich von Dresden. Künftig soll hier ein Museum des sächsisch-thüringischen Adels entstehen, ausgestattet mit Kunst und Kultur aus den Schlossbergungen. Schon jetzt gibt es eine Ausstellung zur Geschichte der Familie von Schönberg. Die Suche nach den verlorenen Schätzen und das Ringen um ihre Rückgabe haben Marion von Saar von Schönberg jahrelang beschäftigt. Sie war als Alteigentümerin betroffen und als Rechtsanwältin interessiert. Im Lauf der Jahre lernte sie alles über Depots, Listen und Herkunftsmerkmale. Dieses hier ist eine Schlossbergungsliste. Es gab ein V hier, ein Vermerk V. Darüber steht derzeitiger Aufbewahrungsort oder wohin abgegeben. Das berühmte V ist leider der sogenannte Verkaufsvermerk, das heißt, da haben die Kunstsammlungen dann diesen Gegenstand verkauft. Den muss man dann also auch nicht mehr im Museum suchen. Der ist definitiv weg. Als die Familienstiftung die Grenadiere im Schnee des Malers Ferdinand von Reisky zurückbekam, gab es Proteste. Das Bild war aus einem DDR-Schulbuch bekannt. Viele konnten sich nicht damit abfinden, dass es wieder in Privatbesitz ist, auch wenn es in Nossen öffentlich gezeigt wird. Ein Fazit zur Restitution. Dadurch, dass die staatlichen Kunstsammlungen sehr professionell damit umgegangen sind, war es relativ einfach, wenn man erstmal die Listen in den Bibliotheken gefunden hatte. Die waren ja im Archiv, die konnte man finden. Dann konnte man die Listen an die Museen geben und die haben dann in Dresden sehr, sehr genau selber recherchiert. Das ist in kleineren Museen nicht der Fall gewesen. Da wurde also auch gerne gemauert, bis hin zu wirklich Dinge auch, wurde auch gelogen. Das hat es natürlich auch gegeben, gibt es auch bis heute, ist sicherlich nicht alles zurückgegeben. Also, wenn wir 10% zurückbekommen haben, ist das, glaube ich, viel. Und wir haben tatsächlich viel zurückbekommen. In der Familienstiftung glauben sie nicht, dass weitere Schätze zurückkehren. Aber wer weiß? Wo 819, das steht für Moritzburg. Depot in Moritzburg, da hat dieses Bild also und auch die anderen aus der Serie überwintert. Nach Jahrzehnten kehrte das Schlossbergungsgut zurück. Wie viel war es insgesamt? Das ist leider die schwierigste Frage und die Frage, die ich Ihnen nicht wirklich beantworten kann. Diesen Überblick gibt es schlichtweg nicht. Man muss bei ganz vagen Zahlen bleiben. Es geht vermutlich um Hunderttausende von Objekten, würde ich sagen. Und es geht natürlich um in den ganzen neuen Bundesländern um Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende von Fällen.